Hallöchen, ihr lieben Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße euch willkommen zum nächsten Video für unseren November 2023, den die liebe Heidi von Craft & Wedding und ich. Jedes Mal überlege ich mir das Wort gestalten, mit euch gemeinsam painten, mit euch gemeinsam das Event machen. Ihr Lieben, entschuldige ich kurz. Ja, mir geht's immer noch. Meine Stimme macht immer noch nicht so richtig mit, aber egal. Ihr Lieben, eigentlich sollte gestern das Video kommen. Wir hatten ja gesagt freitags, aber die liebe Heidi und ich, so wie ich es schon im Facebook geschrieben habe, wir haben so viel gerade um die Ohren, dass wir das gestern nicht geschafft haben. Deswegen heute. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber manchmal ist es einfach so, dass man einfach zu viel zu tun hat. Und ich denke, die liebe Heidi, dadurch, dass sie ihren Job noch hat und auch bei mir mit meinen drei Kindern und diesem Verkehrschaos ist es einfach gerade echt Katastrophe hier in Leipzig. Wir kommen nirgends hin so richtig, weil hier alles dicht ist und dann ist überall Stau und dann müssen wir die Kinder da holen irgendwo und ach, das ist einfach gerade echt doof. Und ansonsten gehe ich ja wieder arbeiten. Unterstütze meinen Mann da fleißig und fuchs mich da immer mehr rein. Und dann sind wir gerade noch an etwas am Aufbau, was auch noch mitspielt, aber dazu erzähle ich euch später was, das werdet ihr mitbekommen. Ja, und deswegen ist gerade ein bisschen Stress angesorgt. Ihr seht, ich habe gepaintet. Eigentlich gar nicht auf meine Art und Weise, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Tatsächlich habe ich erstmal hier oben gemacht und dann die Schrift in Leuchtfarben und hier oben mein Herzchen wieder reingemacht. Und dann habe ich mir mein Sechsfachschiffchen genommen, dann habe ich mir ein Zweier und noch ein Zweier, der kommt hier rein, und mein großes Stefan-Flieger-Schiffchen. Das heißt, ich habe 9 Steine liegen und habe angefangen und wollte eigentlich nur den Rand machen, so hier so zwischendrin überall, ja, hier so alles. So hier sozusagen, ne? Ja, und irgendwie bin ich dann hängen geblieben, dass ich gleich die Mütze mitgemacht habe und die Bäume mitgemacht habe von den Steinchen, die ich ja alle hatte. Und deswegen mache ich wirklich diese 9 Steine durch die Reihen weg. Und dann nehme ich mir die nächsten 9 Steine. Oder je nachdem, wie es am besten wird. Ja, deswegen ist es etwas durcheinander gekommen. Es ärgert mich ein bisschen, aber was soll's. Ich habe dann noch überlegt, hoffentlich vergesse ich keine Steine, keine AB-Steine. Aber ich glaube, ich werde gar nicht weiter mich reinmachen. Ich habe ja nur meine Leuchtsteine hier oben drin. Hier habe ich mein Herzchen. Und dann werde ich hier Let It Snow noch irgendwas mit AB machen. Und das war es dann eigentlich schon. Ach ja, und die Nase. Das Bild haben in der Facebook-Gruppe auch schon eine ganz liebe Frauchens gebastelt, würde ich sagen, gepaintet. Kleiner und auch größer. Und es sind alle ganz tolle Bilder. Aber daran sieht man mal wieder, was die Größen ausmachen. Ne? Das ist einfach so. Ich hätte es gerne auch noch größer, muss ich sagen, weil ich dann gesehen habe, dass die Nase... Oh, das sieht total toll aus. Gerade die Nase, ich finde die Nase so toll. Naja, egal. Es ist, wie es ist. Das Bild habe ich schon ewig, schon über ein Jahr. Und deswegen wollte ich euch heute, nee, deswegen wollte ich mit euch heute nochmal painten an dem Bild für unseren November 2023, unser Herbst-Event. Ich mache mal kurz Pause, fahre euch runter, lege mir alles soweit bereit. Ihr seht ja, es liegt schon einiges bereit, aber noch ein bisschen Farben auffüllen und Farben auffüllen, Steine auffüllen. Und dann geht's los. Also bis gleich. Willkommen zurück. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich immer noch mein Nilpferd habe, statt meine Gnome, die ich bei der lieben Heidi bestellt habe. Ja, ich bin halt so, ne? Das, was ich ausgesucht habe, nehme ich. Ich habe auch mein Home Sweet Home weiterhin, mein Wachs. Der ist echt toll. Der ist auch so schön violett. Und weiter mit meinem Stift, ne? Da passt ja wirklich
super, super, super. Ich muss mal gucken, wie das jetzt ist, wenn ich das Licht anmache. Es ist nämlich echt schon dunkel. Oh, so geht's, oder? Das hoffe, das stört euch nicht so. Aber für mich ist es besser. So. Da fangen wir mal an. Ich gucke mal, wie ich mich jetzt hier zurechtfuchse. Ich glaube, ja. Fokus ist fixiert. Dann können wir starten. Als allererstes möchte ich mich nochmal ganz lieb bei euch bedanken, wie toll und wie fleißig ihr alle mitpaintet. Ich finde das echt immer wieder überwältigend, dass das so einen Anklang gefunden hat. Ich freue mich total drüber. So viele schöne Gnomen Bilder zu entdecken und auch andere Produkte wie Untersetzer oder Anhänger und Aufkleber. Es gibt so viele tolle Sachen von den Gnomen. Und deswegen finde ich das total toll, dass ihr alle so reichlich mitmacht. Es rührt mich immer wieder, das muss ich sagen. Ich schon zu meinem Mann gesagt, ach, das ist so toll, das hätte ich nie erwartet. Aber ihr seid einfach mega. Es sind auch einige, die nicht mitpainten, sondern nur zugucken. Finde ich genauso toll. Die da mitfiebern. Gucken, was da so gepaintet wird. Also, ich bin euch echt dankbar. Was heißt denn dankbar? Nee, ich glaube, das ist das falsche Wort. Eigentlich ist es ja so, dass man sich eigentlich freut und ja, das ist überwältigend einfach. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das echt so rührt, dass ihr so mitmacht. Aber das ist halt so, ne? Das. Wie soll ich sagen? Das ist was, was Heidi und ich ins Leben gerufen haben und andere machen halt mit, ne? Das ist was ganz Tolles und bin immer wieder dankbar, dass die liebe Heidi gesagt hat, du, willst du mitmachen? Klar, super, lieben gern. Aber man sieht, ne, das ist halt ein Hobby und das Hobby muss in den Alltag mit hineinpassen. Ne? Und wie ihr heute seht, hat gestern halt dann nicht mehr gepasst mit dem Video und heute ist es auch schon wieder duster. Also, was heißt duster? Das ist irgendwie ist heute ein blöder Tag. Das ist irgendwie ein komisches Wetter. Das ist nicht richtig hell zum Painten, deswegen habe ich das Licht noch an. Es ist aber auch noch nicht dunkel, weil das wäre sonst zu spät, wenn es schon dunkel wäre. Ey, dann wäre es jetzt viel zu zeitig, wenn es schon dunkel wäre. Aber ja. Aber ich finde auch, ich hasse das, wenn es zu zeitig dunkel wird. Ich mag das überhaupt nicht. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder schön, wenn ich so dran denke, das wird die Kerzenzeit. Ich habe auch jetzt wieder hier so eine schöne Kerze an und also ein Teelicht an in meinem Diamond Painting Kerzenständer. Das finde ich nur wieder schön, ja. Das macht man halt nicht im Sommer. Also ich zumindest nicht, muss ich dazu sagen. Ich mache das nicht im Sommer gerne. Also ich liebe Kerzen und ich mache auch gerne Kerzen an, aber im Sommer habe ich nicht das Verlangen so danach. Aber jetzt so, das ist schon was Tolles. Und ja, und ich liebe es auch, Quarkbällchen zu essen. Ne, das ist sowas, das gehört für mich nicht in Sommer. Quarkbällchen gehört für mich in Winter zum Beispiel. Ne? Und da gab es im Lidl heute welche reduziert vom Vortag. Die habe ich mitgenommen und sehe, oh cool, Kirschfüllung sogar drin. Mache die nochmal im Backofen warm und dann beiße ich da rein und habe mir voll die Lippe verbrannt. Das tut richtig weh. Weil die, ja, das hätte ich eigentlich wissen müssen, aber naja. Der Hunger war zu groß. Oder der Appetit. Das Verlangen. Wie auch immer. Habe ich da reingebissen, naja, und die Kirschfüllung, die lief da natürlich da raus und das Aua macht das. Also solltet ihr irgendwann sowas essen mit Füllung und nochmal im Backofen warm machen, bitte nicht gleich reinbeißen, weil das tut weh. Bescheuert, eigentlich hätte ich wissen müssen. Aber egal. Ich war einfach zu gierig. Aber das ist sowas, das bin ich.
Wenn es Fleisch gewesen wäre, das hätte mich jetzt nicht interessiert. Aber Kuchen und sowas. Ja. Lecker, lecker, lecker. Meine Tochter hat heute, meine Große, die hatte heute bloß 5 Stunden. Und die hat dann den Kuchen gebacken für den Tag der offenen Tür an der Schule meiner mittleren Tochter gestern. Morgen. Gestern, so korrekt. Morgen. Nee, Quatsch. Oh, anders. Also, ich bin immer noch, ne, ich bin tatsächlich beim Freitag, weil ich, mein Kopf ist drin, dass wir Freitag das Video drehen und hochladen. So, also nochmal. Meine Tochter hatte heute Tag der offenen Tür an der Schule und meine große Tochter hat gestern den Kuchen gebacken. Ja, einen Tupfkuchen. Der hatte bis 5 Stunden. Sonst hätte ich noch gebacken oder vielleicht gekauft. Ich weiß es nicht, was ich gemacht hätte. Aber sie hat gesagt, sie macht das und ja, lecker, 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 lecker. Ja, und da war Tag der offenen Tür und meine Tochter, die Große hat gebacken und die Kleine, also die jüngere Tochter, die geht ja dort in die Schule, die Große ja nicht. Die Schule angucken wollten, rumgeführt und so. Und dann haben die ja einen Schulhund und die ist gerade in der Schulhund-AG. Das geht, glaube ich, ein halbes Jahr, einmal in der Woche. Und da haben die Tricks geübt und die haben sie dann vorgezeigt. Also es ist wirklich toll. Letztes Jahr waren wir ja auch bei dem Tag der offenen Tür. Aber da waren wir ja wegen unserer jüngeren Tochter. Unseren Sohn haben wir dann auch angemeldet schon, aber er weiß noch nicht so richtig, ob er dahin will. Ja. Wir haben natürlich den Vorteil, solange es kein Rüpel ist, dass wir Geschwistervorteil haben, ne? Aber, na mal gucken. Er ist da so wie ich. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ne? Mein Kind kennt und. Und dann fahren die ja gleich auf Kinderfahrt. Jeden Tag in die Schule nach den Sommerferien und dann 4 Tage Kennenlernfahrt. Das ist total toll. Meine Tochter hat das gefallen, aber die ist da auch anders, was die Kinder angeht. Eher drauf zu und quatscht an, als das. Mein Sohn macht das nicht. Der ist da eher so wie ich. Zurückhaltend. Und schüchtern. Und woanders schlafen ist eh doof. Für uns beide. Ist einfach so. Mögen wir beide nicht. Genau, da war der Vormittag weg. Naja, dann räumt man halt mit auf und so, ne? Da vergeht dann die Zeit und ja. Wie es halt so ist. Und jetzt sind sie alle beschäftigt. Und ich komme zum Beenden. Also eher habe ich gesagt, na, ich muss ein Video drehen. Das muss heute, weil ich gestern nicht konnte. Und da habe ich gleich mal jetzt gesagt, jetzt. Also ich muss ja auch mal sagen, das ist ja Wahnsinn, wie viele auch schon viele Bilder gepaintet habe. Ich wusste es gar nicht sagen soll. Also das ist ja Wahnsinn. 4 oder 5. Ich bin platt. Ich bin immer noch an meinem zweiten hier. Also, nee. Ich muss aber auch sagen, na, wir haben heute. Was haben wir heute? 18. 18? 18. Ich bin auch langsam diesmal. Das ist jetzt einfach Fakt. Das nervt mich total. Ich komme nicht mehr. Aber ja, die Umstellung, das ist immer das Ulkige. Als ich arbeiten war und dann ins Krank gegangen bin, hatte ich ja dann wirklich viel Zeit zum Pinden. Diese Umstellung war locker leicht. Das war total toll. Jetzt ist die andere Seite, dass ich vom Krank
ins Arbeitsleben zurück bin und dadurch nicht mehr so viel Zeit habe. Aber das ist schon eine krasse Umstellung, finde ich. Also, na, das ist nicht mehr so viel Painten, dann ärgert man sich. Oh, jetzt habe ich es gar nicht geschafft. Und ich will aber gern noch, aber nee, ich bin wieder zu müde. Das ist auch gerade wieder ganz schlimm bei mir, dass ich so müde bin. Und ja, dann einfach auch nicht mehr painten mag. Oder nur mal ein paar Minuten abends noch. Das ist das. Dann sag ich mal, ach komm, mach doch noch ein bisschen. So spät ist es doch noch gar nicht. Aber wisst ihr, ich komme dann früh nicht aus dem Knick. Ich habe es mittlerweile, also ich war immer so, ich bin früher immer beim ersten Klingeln des Weckers aufgestanden, ohne Murren und Knurren. Und konnte es nie verstehen, wie mein Mann jedes Mal den Wecker ausmacht und wieder einschläft und nochmal der Wecker klingelt, wie man so sein kann. Ich konnte das nicht verstehen. Ja, aber ihr werdet es kaum glauben. Das ist jetzt auch bei mir so. Und ihr könnt mir echt glauben, das nervt mich total. Ich habe echt zwei Handywecker gestellt, die ja eigentlich auch immer wieder wecken. Und mir ist dann echt ein paar Mal passiert, dass ich erst mit dem Wecker aufgestanden bin, mit dem ich meinen Mann wecke. Nun kann ich von Glück reden, dass ich im Homeoffice bin, ne? Dass das alles für meine Kinder fertig kriege und meinen Sohn zum Putz schaffen kann und danach halt hier zu Hause im Büro bin und da nicht noch den Stress habe, zur Arbeit zu fahren und zu spät zu kommen. Ne? Das ist der Vorteil, ne? Gott sei Dank. Mein Mann hat mir jetzt noch auf Alexa gestellt. Aber selbst wenn ich sage aus, ist er aus und ja, da bin ich auch schon eingeschlafen. Aber dann hat mich ja der Wecker für meinen Mann geweckt, der bei mir gestellt ist. Ein Quatsch, ne? Naja, aber das ist gerade echt ein Problem bei mir. Dass ich echt, aber ich denke mal, dass das auch an dem Wetter liegt. Dieses trübsinnige, kalte, zeitig dunkle. Früh ist es auch noch dunkel, wenn man losgeht. Also es geht gerade durch die Zeitumstellung, aber das wird ja nur auch wieder dunkler. Und das nervt. Das ist nichts für mich. Das mag ich überhaupt nicht. Und mich grault vom Schnee. Ich hoffe, das hält noch eine Weile durch, solange wir noch auf dem Fußballplatz müssen. Mit unserem Sohn sonnabends sollte das nicht schneien. Aber wir standen auch schon bei minus 3 Grad auf dem Platz. Wir standen auch schon mit Schnee auf dem Platz. Also wir haben alles schon mal mitgemacht. Wir hören mal durch bis sonst wohin, weil es geschifft hat ohne Ende. Aber was mich nicht umbringt, macht mich stark. Oder wie? Härtet ab. Unsere Jungs sind abgehärtet. Ist einfach so. Aber ja. Schweife immer ab. Irgendwie, finde ich. Fällt mir gerade wieder auf. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte einfach nochmal sagen, wie schön das ist, wie viel ihr paintet und dass es echt wow ist. Und wie neidisch ich bin, dass ich nicht mehr so viel painten kann. Das darf mein Mann jetzt nicht hören, so der Böse mit mir. Dann sagt er wieder, du hast das rausgesucht. Aber nee, das ist Spaß. Ich bin gespannt, wie lange ich jetzt noch für das Bild brauche. Nein, das ist Samstag. Mal gucken, ob ich am Wochenende noch wieder zukomme, außer jetzt. Und dann werde ich sehen, ob ich noch ein Bild mache oder ob ich was anderes mache. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht sicher. So große Bilder habe ich, glaube ich, gar nicht mehr drin in meinem Lostopf sozusagen. Habe ja hier meine Lose, ne? Was ich dann painte. Aber vielleicht komme ich ja noch zu einem. Das hatte ich ja eigentlich. Auf einer Seite
dachte ich, oh ja, es wäre schon schön, wenn ich das painten könnte. Denn das liegt ja nun schon, ne? Jährchen, ein gutes Jährchen. Und da wäre es eigentlich ja nicht schlecht, wenn ich es painten könnte. So, genau. Allerdings dachte ich mir, oh nein, das ist so groß. Weil das ja nun nicht 30 mal 40 ist, sondern 35 mal 50. Also Leinwandgröße. Aber ja, da habe ich es halt gezogen. Und dass er so viel Konfetti hat, das habe ich auch nicht gedacht. Also so viel Konfetti, das ist nichts für mich. Und dann kann ich echt froh sein, dass ich meine Sechsfach und so weiter Schiffchen habe hier. Ich glaube, sonst würde ich durchdrehen. Sonst wäre das nichts für mich. Jede Farbe einzeln, macht ihr das mit jeder Farbe einzeln? Oder habt ihr dann auch mehrfach Schiffchen, wenn ihr so Konfetti, manche painten ja nur gerne Konfetti? Oh, ich würde durchdrehen. Ja, die machen ja dann, oder ihr macht dann immer bloß Fläche für Fläche, ne? Aber im Endeffekt ist es ja jetzt auch so, ne? Ich mache jetzt nur die Fläche. Aber dann müsste ich die Steine ja wieder wegschütten und dann nehme ich die nächsten Steine und dann, ach nö, da habe ich gedacht, nö, das mache ich nicht. Ich ziehe jetzt mit den Steinen das Bild hier durch. Der ein oder andere wird bestimmt vergessen werden. Da kann man noch so genau hingucken. Oh, das ist dann halt so. Und dann nehme ich die nächsten Steine. Ich bin ja auch gespannt, welches Bild Heidi heute hat. Ob sie schon eins fertig hat. Oder ob sie noch beim ersten ist. Ich bin echt gespannt. Lass mich da überraschen. So, jetzt muss ich mal fix an die Tür. Gleich wieder da. So, wieder da. Unsere Nachbarin. Die hat. Da habe ich ein Paket heute angenommen. Ich war heute wieder Paketdienstannehmer. Dadurch, dass ich ja im Homeoffice bin, bin ich gerade die Knicke, die die Pakete vom Haus annimmt. Da habe ich noch von einem anderen Nachbarn im Paket da liegen. Und vorher, bevor ich, also schon als ich krank war, war es ja so, ne? Aber bevor ich krank war, war unsere Nachbarin zu Hause. Da hat die immer die Pakete angenommen. Und das haben wir uns abgewechselt. Sozusagen. Oder lebt man ja was, ne, mit den Paketdiensten. Ja. Das ist interessant. Das ist echt interessant. Aber darüber will ich nicht schon wieder reden. Das, nee. Das deprimiert mich bloß. Was ich erzählen kann, ist, dass meine Tochter nächste Woche Geburtstag hat. Am Montag wird die 17. Die wird schon 17. Ich glaube, da war nicht drüber nachdenken. Ich darf da echt nicht drüber nachdenken. Das ist so ein. Ach nee. Und dann sagt sie nicht unbedingt immer, ich werde 17, sondern Mama, ich werde nächstes Jahr 18. Ja, das ist schön. Und macht mir sehr große Angst. Hilfe, Hilfe. Nee, das darf ich gar nicht drüber nachdenken. Nein, 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 nein. Also es ist ja nicht nur so, dass da mein Kind so alt ist. Ja, ich werde noch alt. Ich meine, Große kann ja sagen, ich habe eine junge Mama, ne? Ich bin bloß 20 Jahre älter, aber trotzdem ist das dann gruselig. Und dann habe ich gesagt, naja, so ist sie 17. 3 Jahre noch wusste Mama. Um Gottes Willen. Ich sag, nee. Lass die Zeit. Das muss nun wirklich nicht sein. Also, ich bereue es nicht. Das habe ich schon mal gesagt, ne? Aber ich glaube, für meine Tochter wäre das auch nichts. Für mich stand das ja schon immer fest, dass ich so zeitig Mama werden will.
Was ja dann so geworden ist, Gott sei Dank, aber nicht mein Kind. Also nicht meine Große. Bei den anderen weiß ich nicht, wie das. Die noch zu klein. Zu klein sind die gar nicht mehr. Sind 10 oder 11. Da erlebt man mittlerweile auch Dinge. Oh, das wird noch lustig werden. Gerade der Mittlere. So ein Puppetier. Wahnsinn. Kenne ich ja nun gar nicht. Und so große war ja nie so. Und das ist echt eine Umstellung. Aber daran erkennt man mal wieder, dass die Kinder völlig verschieden sind. Und wie gut das ist, dass sie so völlig verschieden sind. Die gleich wären, das wäre überhaupt nicht interessant. Das ist ja dann öde. Also alles ist das Gleiche. Nee. Meine verrückte Nudel, meine große, die gibt's nur einmal. Die kann es nur einmal geben. Zum Beispiel, ne? Da haben wir ja auch schon genug erlebt. Bin ich dann gespannt, wenn die dann so alt sind. Was wir mit den anderen Beten dann erleben, ne? Hab schon gesagt, im Kleinen. So, du musst dann auf deine Schwester aufpassen, wenn du zur Disco gehst. Ich glaube, es ist ja andersrum. Bei dem glaube ich das noch nicht mal. Der hat eh nur Fußballspielen im Kopf bis jetzt. Mal sehen. Tja, ihr Lieben, was könnte ich denn noch erzählen? So richtig habe ich nichts, was ich noch erzählen könnte. Ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, aber mir fiel nicht wirklich was ein. Ich dachte, ach naja, legst du erst mal los, vielleicht fällt dir ja was ein. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nichts. Es ärgert mich jedes Mal aufs Neue, wenn das so ist. Tja. Nächste Woche, Mittwoch, haben wir Feiertag. Da wir aus Sachsen sind, wir haben einen Feiertag. Den haben nur wir. Den Buß- und Bettag haben nur noch wir. Und dann haben ja unsere Schulen diese frei beweglichen Ferientage, die sie selber bestimmen können. Und mich nervt das total an, irgendwie. Es nervt mich total an, dass die Kinder das unterschiedlich haben, sodass man da nicht mehr sagen kann, man fährt weg. Das sind ja dann insgesamt 5 Tage, die man wegfahren könnte. Also, meine Jüngere, Tochter hat Montag und Dienstag 2 Homeschooling-Tage, weil die Lehrer pädagogische Tage haben. Und Donnerstag und Freitag geht sie in die Schule. Mein Sohn und meine große Tochter gehen Montag und Dienstag in die Schule und haben Donnerstag und Freitag frei. Ich habe jetzt meinen Sohn, ich arbeite ja. Ich habe meinen Sohn jetzt zwar von Hort angemeldet, weil er ja jetzt noch gehen kann, dieses Schuljahr. Dann ist es ja nicht mehr, wenn er die Schule wechselt, egal wohin. Aber ja. Mal gucken, ob ich ihn schicke oder nicht. Komm, den Mann auf die Baustelle fahren. Das hatten wir ja eine ganze Zeit lang. 6 Wochen lang. Als er damals noch im Kindergarten war und dann in die Schule, an dem Jahr, wo er in die Schule gekommen ist, die Sommerferien, war er komplett zu Hause. Weil es einfach nicht mehr ging. War eine Katastrophe. Und da haben wir dann gesagt, der war ja vorher schon immer Mittagskind. Ich habe das arbeitstechnisch so einrichten können, dass der immer Mittagskind war, weil die Großen, die Vorschulkinder, die haben dann später gegessen erst und somit musste ich den Ohr. Wie beim letzten Mal, oder? Pende und ihr seht gar nichts. Das ist ganz ehrlich, ey, das nervt mich schon wieder. Mann, warum sagt mir nichts?
Das ärgert mich. Das ist ja wieder ein Video, ey, das könnte ich gleich wieder gegen die Wand knallen. Einfach ausmachen, neu filmen. Nee, geht nicht. Das will ich jetzt auch nicht. Dafür habe ich schon eine halbe Stunde nicht umsonst gebetet, ja. Nee, 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 nee. Aber jetzt seid ihr am Bild. Das ist aber immer mir passiert, Mann. Jetzt klingelt das schon wieder. Ach, das ist heute ein Durcheinander-Video. Jo, das war jetzt der andere Nachbar, aber noch ganz anderer Nachbar. Ohne Paket. Und jetzt kann ich euch sagen, dass ich nicht mehr weiß, wo ich war. Aber das war ja klar. Und das ärgert mich jetzt. Was wollte ich euch denn erzählen? Och, Mann. Ich weiß es nicht mehr. Ich überlege und weiß es nicht mehr. Naja, ich glaube, wir waren bei den Feiertagen, oder? Egal, jetzt, ich komme jetzt eh nicht mehr drauf. Immer diese Unterbrechungen, ich liebe das. Und deswegen hasse ich das, wenn ich die Videos machen muss, wenn alle zu Hause sind. Es war halt doch schöner, als ich krank war. Da konnte ich die Videos machen, wenn keiner da ist. Nee, 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 nee. Aber ich will nicht mehr krank sein. Ich bin froh, dass das jetzt so ist, wie es ist. Das ist auch sowas, hä? Dass in Deutschland nur ja jeder andere Feiertage hat. Ich finde das doof, was für ein doof. Aber naja, egal. Das können wir ja sowieso nicht ändern. Das ist wie mit der ollen Zeitumstellung. Braucht auch kein Mensch. Meine Güte. Kannst du es da endlich mal so lassen, wie es ist, und das ist gut. Muss man dann jedes Mal umstellen und die ganzen Gemüter durcheinander bringen. Das ist so nervig. Das ist immer so eine Umstellung. Ich habe das auch immer gehasst. Ich glaube, ich weiß, wo ich war. Aber jedenfalls habe ich das auch immer gehasst, als die Kinder ganz klein waren und wir ja immer bestimmte Zeiten hatten mit dem Essen und mit dem Schlafen, und dann kam diese olle Zeitumstellung und dann war alles wieder durcheinander. Oh, das hat mich genervt. Das hat mich genervt. Nee. Ich weiß wieder, wo ich vorhin war. Wir waren da. Dass mein Sohn 6 Wochen vor dem Schulanfang zu Hause war, weil der Kindergarten so mies war. Und da war der auch immer mit auf der Baustelle. Oder sehr oft mit auf der Baustelle. Der geht dann nicht anders lang. Seit mein Mann war im Büro und ist erst später auf die Baustelle gefahren. Und ja. Wir haben dann sozusagen Corona verlängert. Zu Hause. Mit den 4 Wänden. Nee, nee. Aber es war schlimm. Der konnte da, kam nicht mehr zurecht dort. Es war an der Zeit, mein Kind im Kindergarten zu nehmen. Und war gut so. Und da lesen wir dann in der Zeit. Und kam damit echt. Kann froh sein, dass es so ging, weil ich weiß nicht, was mit aus ihm geworden wäre, wenn er hätte gehen müssen. Die Lippe war schon offen. So hat er gelitten. Und von daher blutig offen gelegt. Also, ja. Und dann war gut. Hat mir ja am Wochenende gemerkt, ne? Und dann kam das am Montag wieder, war es wieder schlimm. Aber ja, das sind alles so. Ich habe das jetzt dadurch, dass meine Tochter im Krankenhaus war, viel gelernt, viel gelernt, viel gelernt. Und kann ich froh sein, dass wir diese Entscheidung damals treffen konnten bei ihm. So. So.
Habt ihr schon irgendwie Plätzchen gebacken? Also, eine Liebe, die gleich bei mir in der nächsten Stadt wohnt, da habe ich gesehen, die hat schon so viele Plätzchen gebacken. Ich weiß gar nicht, wer die alle essen soll. Bin richtig neidisch. Sämtliches verschiedene Plätzchen und lecker sehen die aus und auch so akkurat und so schön und so überhaupt und da war ich gleich neidisch. Da könnte ich gleich, wenn ich die Bilder mal gesehen, das ist auch mal lecker. Ich will auch. Und ja, dachte ich mir, holla die Waldfee. Ordentliche Backen. Finde ich toll. Nur weil die alle isst, das weiß ich nicht. Wir werden dieses Jahr auch Plätzchen backen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir es machen. Weil eigentlich backen wir ja immer in einer Bäckerei Plätzchen. War ja nur zu Corona nicht möglich. Also haben wir das auch zu Hause gemacht. Und letztes Jahr war es wieder. Und da waren wir nicht, weil unsere jüngere Tochter ein Fagottkonzert hatte. Da waren wir natürlich traurig, also vor allen Dingen meine Große und ich, weil wir das ja auch, als wir alleine waren, wir zwei, und auch dann, wenn wir nicht alleine waren, also es war eigentlich immer Tradition vor Corona, dass wir jedes Jahr dahin fahren zu meinen Eltern in die Stadt und dort in der Bäckerei unsere Plätzchen backen und zum Tag da auf dem Türhalter sind. So. Und letztes Jahr halt nicht wegen dem Konzert und dieses Jahr ja wieder nicht, weil wieder das Konzert ist. Aber irgendwie bin ich total im Zwiespalt. Vormittag, also früh um 9 hat unser Sohn noch Fußballspiel und danach könnte man da hinfahren. Aber das geht ja nicht, weil dann 14 Uhr unsere Tochter das Konzert hat. Natürlich bin ich jetzt völlig hin und her gerissen, was ich mache. Was würdet ihr denn machen? Meine Große möchte unbedingt dahin. Ich ja auch. Aber meine Tochter, jüngere, die spielt ja im Trio. Das heißt, sie kann nicht einfach wegbleiben. Würdet ihr jetzt fahren mit den anderen beiden Kindern? Oder würdet ihr mit zuhören gehen? Ich muss sagen, das geht vielleicht eine Dreiviertelstunde. Aber es lohnt sich dann nicht vor dem Fußballspiel. Oder überhaupt lohnt es sich nicht davor hinzufahren, weil wir ja auch über eine Stunde Fahrzeit haben, fast anderthalb Stunden. Um 14 Uhr wieder da zu sein in Leipzig. Und es lohnt sich nicht, wenn jetzt das Konzert nur eine halbe Stunde geht, zum Beispiel, dann noch hinzufahren, weil die Bäckerei, die hat nur bis 17 Uhr, macht die das. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, was mache ich? Letztes Jahr sind wir hier geblieben und sind nicht in die Bäckerei gefahren. Da war meine Große schon richtig traurig. Und dieses Jahr weiß ich absolut nicht, was ich machen soll. Ich möchte ja gerne bei dem Konzert dabei sein, aber ganz ehrlich, ich möchte auch so gerne mal wieder in die Bäckerei. Das ist so das Ding, ne, die Tradition von meiner Großen und mir. Eigentlich wäre es auch gut, ich würde fahren mit ihr, ne? Zeit mit ihr hätte ich dann. Eltern sind dann dabei. Ja, Freunde kommen natürlich mit, ne? Das ist logisch. Aber Fagottkonzert ist halt auch, ne? Das ist halt. Ja. Für was man zahlt jeden Monat. Wie Geld. Was würdet ihr machen? Würdet ihr dieses Jahr einfach fahren und den Papa mit der Tochter alleine zum Konzert gehen lassen und mit anderen beiden schnappen, samt Freund, und in die Bäckerei fahren? Oder was würdet denn ihr machen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Ich bin völlig hin und her gerissen. Davon abgesehen, ja, und die jüngere Tochter, die würde auch gerne. Die ist auch total, war letztes Jahr schon total im Zwiespalt. Die weiß es noch gar nicht, dass es dieses Jahr so ist wieder. Aber ja. Schon gedacht, in die falsche Farbe. Also, ja, wäre schön, wenn ihr mir mal was schreiben würdet. Natürlich in der Hoffnung, dass mein schlechtes Gewissen
etwas gestillt wird und vielleicht ganz verschwindet. Es ist halt nur an dem einen Tag, ne? Es ist halt, wenn es 2 Tage wäre, wäre es wieder was anderes. Aber dem ist ja leider nicht so, ne? Und das Konzert ist halt auch nur einmal. Klar, es sind auch andere Konzerte, aber man will ja als Mama am liebsten überall immer dabei sein. Das geht halt nicht. Das ist halt. Ich kann mich ja nicht zerteilen. Was natürlich total schade ist. Wenn wir jetzt angenommen vor dem Konzert hingehen, dann müssten wir um 12 ja wieder fahren. Und das macht aber erst halb 11 auf. Und mein Sohn will ja beim Fußballspiel dabei sein. Ne? Das ist das nächste. Das ist ja eh schon ein Nachholspiel, weil der Platz zu nass war. Ist das ausgefallen? Und dann ist es auch noch das letzte. Nee, nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Mal gucken. Ihr Lieben, ich habe nicht wirklich viel erzählt, eigentlich nur durch die Bank weg und vielleicht auch nichts Interessantes, was euch eigentlich interessieren würde. Aber ich wollte natürlich, wie versprochen, auch das Paint with Me für diese Woche, für den November 2023 abdrehen. Genau. Ein kleines Durcheinander-Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich auch riesig freuen. Riesig, riesig, riesig freuen. Wenn ihr weiterhin schön mitmacht beim November. Fleißig eure Bilder weiter postet bei Facebook und bei Instagram. Ja, da bin ich jetzt auch übrigens. Unten in der Videobeschreibung, wie das mal verkehrt stellen, steht drin. Aber da heiße ich auch Mellies Mellige. Und könnt ihr mir auch gern folgen, wenn ihr wollt. Da ist natürlich noch nicht so viel drin, ne? Ich habe erst angefangen. Aber ich wollte es einfach mal mit erwähnt haben, weil ich das in den letzten Videos nicht erwähnt habe. Auch die, die ich schon vorgedreht habe. Deswegen erwähne ich es heute mal. Muss mich da auch erstmal reinfitzen. Meine Tochter hat mir das eingerichtet und gezeigt und genau. So, ihr Lieben, aber jetzt ist wirklich Feierabend. Ich muss mal noch was anderes tun heute. Das ärgert mich. Das Video muss ich auf jeden Fall noch hochladen. Also erstmal muss ich es ja fertig machen mit Vor- und Nachspannung, dann ein bisschen rein und hochladen. Und dann hoffe ich, dass ich das bis 17 Uhr schaffe. Mal gucken. Bin gespannt. Also, ihr Lieben, pendet fleißig weiter mit. Das freut uns sehr. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut. Tschüss.